Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Liar, Liar, zu Deutsch Lügner, Lügner. Ich bin sehr gespannt, ich glaube, es ist ein bisschen wie andere, aber lassen wir uns überraschen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, über einen Daumen nach oben auch und empfehlt mir gern weitere Games. Und ich habe ja schon gesagt, demnächst werden wir auch wieder lange Story Games durchspielen, sobald es wieder mehr Zeit gibt. Ich freue mich und let's go. Deswegen empfehlt mir auch längere Games. So, Start. Die heißt Yukari. Mein Name ist Yukari. Ich bin in der mittleren Schule, aber Mittelschooler. This may be a little sudden, but I'm just going to... Es wird jetzt ein bisschen plötzlich sein, aber ich werde es einfach mal sagen. Ich werde meinen Freund töten. Warum fragst du mich? Das geht dich nichts an. Okay. Ach, übrigens. I'd be way too long to tell you. Ich habe jetzt sowieso schon zu viel Zeit damit verschwendet, es dir zu erzählen. Also, Fremder, wirst du mir helfen? Warum nicht? Wirklich? Na dann, worauf wartest du? Lass ihn uns töten! Oh mein Gott, was haben wir hier wieder ausgepackt? Oh! Es sieht aus, als wäre Tanaka. Oh, that looks like Tanaka from the baseball team. Ah, das sieht aus wie Tanaka vom baseball team. Was macht er denn hier schon so früh am Morgen? Tanaka sagt, hey, Yukari, was machst du so früh schon hier? Das gleiche solltest du dich mal fragen. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich dachte, ihr übt erst ab 8 Uhr morgens. Ja, ich mache immer extra Übungen schon, bevor das Team ankommt. Ach so, so einer ist es also. Ah, ich sehe. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du hier um 6 Uhr morgens in der Schule machst. Oh mein Gott, der geht um 6 Uhr morgens zur Schule, um 2 Stunden zu trainieren, weil die um 8 erst anfangen. Da muss doch einen Grund geben, warum du jetzt schon hier bist, Yukari. Okay, ich soll Tanaka anlügen oder ich soll Tanaka die Wahrheit sagen? Ich lüge ihn mal an. Wir wollen ja nicht sagen, dass wir ihn umbringen wollen. Naja, ich habe versucht, etwas von der Schule quasi zu holen, was ich gestern vergessen habe. Um 6 Uhr morgens? Ja. Yukari? Wenn du lügst, at least make it a believe. If you're going to lie. Also, falls du lügst, hört sich das irgendwie glaubwürdig an. Damn, I shouldn't have known he would. Ah, es sagt, wenn du lügst, es hört sich nicht sehr glaubwürdig an. Und ich sag jetzt, verdammt, ich hätte eigentlich verstehen sollen, dass es eine. Ich hätte was Besseres erlügen sollen. If I knew this would have happened, I could have lied in the first place. Also hätte ich gewusst, dass das hier passiert, hätte ich mich auf die Lüge vorbereiten können. Naja, Tanaka, du hast mich, du hast mich. Das ist nicht, warum ich hier so früh zur Schule gekommen bin. Ich wusste es. Also, was ist der Grund? Kannst du es mir sagen? Wir können es ihm doch nicht sagen. Ich komme halt früh zur Schule, weil ich meinen Freund überraschen möchte. Deinen Freund? Ja. Tu doch nicht so überrascht. Ja, ich muss ihn überraschen, weil ich ihn heute töten möchte. Das sagt sie ihm auch noch. Das ist ein Witz, oder? Nein, das ist kein Witz. 100% die Wahrheit. Eine Menge ist passiert, Tanaka. Und mein Freund hat etwas getan, was ich ihm nicht vergeben kann. Also muss er jetzt dafür zahlen. Mit seinem Leben. Du machst einen Witz. Nein. Du kannst sie doch nicht einfach töten. Worüber redest du? Natürlich kann ich das. Yukari, das ist falsch. Ach, Tanaka. Ich dachte, du würdest es verstehen. Ich glaube, ich muss dich auch töten. Du weißt jetzt schon viel zu viel. Ich rufe die Polizei. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Und die Musik geht so happy weiter. Ach, Tanaka. Ich kann doch nicht zulassen, dass du meine Pläne ruinierst. Ich habe doch noch nicht mal gestartet. Zu schade. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Naja. Naja, jetzt muss ich erstmal seinen Körper loswerden und mich etwas putzen. Das ist ein Problem. Wo soll ich jetzt mit dem Körper hin? Und wie soll ich das ganze Blut von meinem Körper waschen? Ich hab's!
Ich gehe einfach ins Mädchenklo. Dort werde ich Takanas in the old unused stall. Okay, da werde ich einfach Tanakas Körper in dem Abstellraum, den keiner mehr verwendet, verwahren. Da sind auch Waschbecken und alles. Und ich bin mir sicher, ich kann das Blut ganz schnell von meinem Körper waschen. Yay! Alles wird wunderbar funktionieren. Oh mein Gott. Okay. Das sollte ich tun. Ach, Tanaka. Du bist so schwer. Naja. Jetzt habe ich ja sowieso Zeit. Ja! Oh Gott. Oh mein Gott! Oh nein, wir wurden gesehen. Du bist mit Blut verschmiert. Hast du gerade etwa einen toten Körper in den Abstellraum gestellt? Mio. You can cut the act. Oh, du kommst aber jetzt, du hast mich gerade frischer Tat ertappt. Hahaha, du hast mich. I just wanted to act. Oh Gott. You act. Ach so, sie hat nur so getan. Sie hat gesagt, du hast so gut geschauspielt und ich hätte es dir fast abgekauft. Sie sagt, ich wollte nur überrascht wirken. Wie in diesen Horrorfilmen. Oh Gott. Du brauchst aber noch ein paar mehr schauspielerische Stunden, um ehrlich zu sein. Glaubst du wirklich? Ich finde, ich bin sehr gut darin. Ich habe sie abgekauft. Ich glaube, ich könnte eine Schauspielerin werden. Okay, hör auf, hier rumzualbern. Das ist Mio Sonoda. Sie ist she's a Student Council President. Ach, okay, krass, sie ist sogar ein Council President von der Schule. Ihr kennt ja von Yandere vielleicht diese Councils, die immer aufpassen, dass man keinen Bullshit macht. Das ist sie. Sie sieht so aus und verhält sich wie ein Big Airhead, wie ein aufgeblasener Ballon. Big Airhead, wie übersetzt man das? Ein großer Luftkopf. Aber um ehrlich zu sein, I think she's just a messed up. Ich glaube, sie ist genauso verkorkst wie ich. Okay, aber sie sagt, this is a pretty tight bind you are in, Minamida. Stuffing a body in a stall is a pretty deal. Also du bist ja ganz schön tief drin in der Misere. Einen toten Körper hier drin in den Abstellraum zu verscharren, ist schon was ganz Besonderes. Not to mention, nicht mal davon abgesehen, dass du auch noch von Kopf bis Fuß mit Blut voll bist. Mio sagt, wie soll ich dir helfen, Minamida? Ist das irgendwie so eine, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ist das sowas wie Senpai, wenn man jemand unter sich so nennt? Also, wie soll ich dir helfen, fragt sie mich. Okay, wie willst du mir denn helfen? Naja, das ist doch ganz einfach. Ich kann eine frische Uniform für dich besorgen. Und ich kann ruhig sein und nichts sagen. Beziehungsweise sie wird halt nicht verpetzen, dass der Körper hier in diesem Abstellraum ist. Aber der fängt auch irgendwann an zu stinken. Ich kann dir übrigens auch helfen, diesen Körper loszuwerden. Okay, was willst du im Gegenzug? I don't beat around to bash to you. Also ich mach das einfach nur so. Ach so, genau. Also sie will dafür, dass sie uns hilft, den Körper loszuwerden. Ich möchte, dass du für mich einen Typen tötest. Wer ist es? Just this guy who's been... Dieser Typ, der mich seit Wochen mobbt und belästigt. Achso, der mich belästigt. Er ruft mich am Tag 16 Mal an. Er hinterlässt Tonnen von Geschenken in meinem Spind. Ich habe ihn auch mal dabei erwischt, wie er mir gefolgt ist, als ich von der Schule nach Hause gelaufen bin. Was für ein Creep. Ja, habe ich recht. Er dreht komplett durch. Die Schule macht gar nichts. Und die Polizei auch nicht. Das ist ja immer so, ne? Es ist aber so oft, dass bei Stalking die Polizei irgendwie nichts macht. Ich tue mal meine Kamera auf die andere Seite, damit ihr auch ein bisschen besser mitlesen könnt. Verzeiht. So. Ja, ist so oft so, ne? Das wird nicht ernst genommen. Ich habe überlegt, die selber zu töten, aber dann kamst ja du. Ich bin nicht sehr sicher mit meiner Stärke. Aber jetzt kann ich dir quasi helfen, das Ganze hier verdeckt zu behandeln, wenn wir zusammenarbeiten. Wie wär's damit, Partner? Natürlich. Ja, klar, Partner. Natürlich, Partner. Oh, super. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Lass mich dir hier eine frische Uniform dir geben. So, jetzt ist es besser, oder? Ich glaube schon.
Also, wer ist die Person? It's Wakabayashi vom Theaterclub. Der stalkt dich? Ja, ich habe so Angst. Das sollte für mich einfach sein. Der nächste Körper wird dann auch hier. Also, sie wollen quasi den Körper auch im Abstellraum verscharren. Ich freue mich darauf. Ah, bevor ich es vergesse. Ja. Sie schreibt etwas auf ein Stück Papier nieder. Hier ist meine Telefonnummer. Ruf mich, wenn du irgendwas brauchst. Okay. Wow. Das haben wir, also, with that settled, I guess, got some more. Okay, also jetzt haben wir das hier besprochen. Jetzt habe ich einige Arbeit zu tun. Ich sollte zuerst versuchen, diesen Wakasabi zu finden. Wo könnte er denn wohl sein? Wahrscheinlich im Theaterraum. Jetzt bringe ich den einfach noch um, das ist wirklich die andere. Wow. Okay, wenn ich jetzt recht richtig bin, sollte Wakabayashi hier irgendwo sein. Oh, ich glaube, dass da drüben ist er. Oh, ist das nicht Mini-Mida? Oh, was macht so eine tolle Lady wie du hier so früh? Die sind alle schon um 6 Uhr morgens freiwillig in der Schule. Naja, well, as for me, I was getting ready. Naja, wie soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall hier, um mich bereit zu machen für die Bühnenperformance. Niemand hat dich danach gefragt. Ich bin so beschäftigt. Die Musik. But don't even that much time for beauty sleep. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe nicht mehr genug Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Nicht, dass ich das brauchen würde, natürlich. Das ist, that week's performance is going to be one of our best. Die Performance, die wir diese Woche machen werden, ist die beste, die wir überhaupt gemacht haben werden. Da bin ich sicher. Because I will be staring. Ah, ich werde quasi die Hauptrolle bekommen. Red nicht so viel. Du redest nicht so viel, Minami, da habe ich recht. Ich muss etwas tun. Mit dir, Wakabayashi. Oh, sagst du, was du nicht sagst? Ich habe gehört, dass du jemanden in der Schule stalkst. Du belästigst sie jeden Tag und jede Nacht. Du folgst ihr sogar nach Hause. Klingelt's bei dir? Ich weiß nicht, wovon du darüber redest. Schau mal, Wakabayashi. Ich weiß, dass du es bist. Ich habe dich gefangen. Ich habe dich erwischt. Ich spiele jetzt nicht, keine Spielchen. Minamida, es war nicht ich. Glaub, was er sagt. Wakabayashi ist ein Lügner. Ich glaub mal ihr. Oh Gott, ich bin mal auf der absoluten Rage-Tour, okay? Du bist ein dreckiger Lügner, Wakka. Das sind alle Jungs. Oh mein Gott. Na gut. Lass uns mal sagen, dass ich es tatsächlich gemacht habe. Diese Person gestalkt, über die du redest. Hast du denn irgendwelche Beweise? Die Person, die du gestalkt hast, hat mit mir geredet. Das ist doch Beweis genug. Das. So, also es ist also nur Hören sagen. Ja, nenn es, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, dass du verantwortlich bist und du wirst dafür bezahlen. Schau mal, ich habe dich gestalkt, Mio. Hör mal, kapiert? Ich habe nie erwähnt, wer es war, Wakabayashi. Oh Gott. Yukari, bitte. Bitte, benenne mein... Don't use my name so casually, little. Verwende meinen Namen nicht, du kleine Kakerlake. Bitte, warte. Jetzt bringe ich ihn um. Oh mein Gott. Ha! Ich habe voll die Nase gehauen. Serve you right. Das geschieht dir recht. I stab him over and over. Ich habe ihn erstochen. Immer und immer und immer und immer wieder. Immer und immer. Slap him? Ah, sie hat ihn geslappt. Immer und immer und immer und immer wieder. So, das wird dir, das geschieht dir recht, wenn du Frauen belästigst. Hahaha. Oh mein Gott, schon wieder eine schmutzige Uniform. Oh, die Arbeit von einer anderen, die schmutzige Arbeit einer anderen Person zu machen, ist echt blöd. Ich rufe mal besser Mio an. Sie muss mir helfen, mich zu putzen. Das ist eigentlich voll wie andere und diese Info-Charn, ne? Hey, die gibt dann immer die Infos und die Medikamente in die andere. Hey, Mio, ich bin's. Ich habe Wakabayashi getötet für dich. Kannst du mir helfen, mich sauber zu machen? Oh, wunderbar. Natürlich, ich bin gleich bei dir. Ohoho. Wow. Immer mit Blut voll. Habe ich recht, Yukari? Wie auch immer, Mio, helf mir bitte, diesen Typen hier wegzuräumen. Oh, Moment mal. Da ist etwas, was ich ganz schnell machen muss.
Mio rennt direkt zum Theaterclub. Was wird sie jetzt wohl machen? Ich hoffe, mir ist es eigentlich egal. Ich hoffe nur, sie beeilt sich. Sorry, dass ich dich habe warten lassen. Ich werde dir helfen, den Körper in den Waschraum zu tragen. Das, just what were you doing in there? Was hast du da gerade gemacht, Mio? Hm? Oh, ja, ich habe das hier nur besorgt. Mio hands me a bunch, also sie hat mir einen Teil von, also eine ganze Menge Fotos überreicht sie mir. Das sind alles Fotos von dir. Das sind tausende von Fotos von Mio. Stiffing through them ist dazu, da durchzuschauen, ist wirklich, die Bilder anzuschauen, ist wirklich verstörend. Das sind einige, wie sie isst, wie sie nach Hause läuft, von ihrem, und so sogar, wie sie im Garten zu Hause ist. Da ist sogar eins, wo sie ist mit ihrer Familie zu Hause. Das sind so viele creepy Fotos. So viele, dass ich sie nicht mehr zählen kann. Es war wirklich gut, dass wir den getötet haben. Boah, einige Fotos, habe ich recht. Ich wusste, dass er so viele Fotos von mir macht. Aber ich konnte mir nie sicher sein. Aber jetzt habe ich den Beweis. Ich hätte einfach, just check it out. Ich wollte es einfach nur noch mal auschecken, ob es diese Fotos gibt, um sicher zu sein. Schön, dass er so einfach gestrickt ist. Ich wollte, würde niemals wollen, dass jemand anders diese Bilder zu sehen bekommt. Ach, wunderbar. Ja, jetzt lass uns diesen Snob loswerden. So, das sollte es sein. Oh, diese Jungs sind so schwer. Ja, ich hatte keine Ahnung. Leider habe ich keine saubere Uniform mehr für dich. Ich habe aber eine Sportuniform, wenn du magst. Los geht's. Oh, naja, ich glaube, das ist fein. Oh, Yukari. Weißt du nicht, dass ich immer hinter dir stehe? Ich wasche mal das ganze Blut aus der Uniform raus. Dankeschön. Danke, dass du Wakabashi getötet hast. Keine Sorge. Also, was werden wir jetzt tun? Es ist offensichtlich. Ich werde jetzt meinen Boyfriend töten. Oh, ja. Ich war nur neugierig. Was hat er denn eigentlich getan, dass du dich entschieden hast, ihn zu töten? Das ist eine lange Story. Ach, mir ist es egal. Ich mag lange Geschichten. Naja, wie auch immer du willst. Es war... Ah, endlich sagt sie es. Etwas passierte vor ein paar Wochen. Jetzt werden wir mal gucken, ob es wirklich gerechtfertigt... Es ist nie gerechtfertigt, den eigenen Freund zu töten. Aber was für einen Grund sie hat. So. Etwas ist passiert vor ein paar Wochen. Ich frage mich, wo er ist. Ich habe gehofft, dass wir zusammen während der Mittagspause abhängen können und zusammen essen können. Ich bin so extra früh aufgestanden und habe für ihn ein Lunch gemacht. Also ein Essen. Oh, stopp, hahaha. Nein, das ist nicht wahr. Nein, es ist wahr. Das hört sich an wie er. Du bist das allerschönste Mädchen, das ich je getroffen habe. Oh, oh. Ach, komm schon, du lügst doch. Nein, ich meine, das war wirklich. Du bist das schönste Mädchen, das ich je getroffen habe. Ich liebe dich, Minami. Wow. Was passiert hier? Was? Tust du hier, Schwester? Oh mein Gott, meine Schwester! Minami! What are you doing here, sis? Minami nennt sie mich auch. Deswegen nennen mich alle Minami, weil sie denken, ich bin sie. Jetzt ergibt es Sinn, wir sind Zwillingsschwestern. Was zur Hölle soll das hier bedeuten? Yukari, beruhige dich, sagt mein Freund. Sag mir nicht, was ich tun soll. Fass ihn nicht an, sagt meine Schwester. Er gehört mir. Er hat mich angelogen. Er hat gesagt, er ist mein Freund. Er hat gesagt, ich bin die Einzige. Er hat dich auch angelogen. Nein, hat er nicht. Du bist nur eifersüchtig auf mich. Ich habe endlich einen Freund und das ist gut für mich. Und du versuchst, ihn mir wegzunehmen. Minami. Er war niemals dein Freund, Yukari. Er war meiner. Du bist einfach deillusional. Also du stellst einfach nur irgendwelche Dinge vor. Mein Gott, wann wirst du denn endlich zufrieden sein? Wirst du erst zufrieden sein, wenn du mir wegnimmst? Das wirst du aber nicht. Hey. Du bist mein Freund, oder? Natürlich, Minami, sagt er. Oh Gott, ist das unangenehm. Ich speichere mal. So. Siehst du, meine große Schwester? Ach, das ist keine Zwillinge, das ist die große Schwester. Siehst du, große Schwester? Er gehört mir. Und jetzt verpiss dich. Boah. Nein, ja. Also hat er quasi deine Schwester und dich gedatet zur gleichen Zeit. And your sister's convinced that you're just making some... Ah, deine Freundin, deine Schwester... Ja, hofft halt, dass du die Finger von ihm lässt.
Jan hat sich für meine Schwester entschieden und nicht für mich. Das ist ja wirklich widerlich. Deswegen muss ich ihn töten. Das verstehe ich. Good luck, also viel Glück, Yukari. Dankeschön. Aber warum haben die mich alle vorhin wie meine Schwester genannt? Haben die mich verwechselt? Ich habe doch eine Menge Zeit, um meinen Freund zu töten. Das Einzige ist, dass er eigentlich für gewöhnlich nie alleine ist. Das wird ein Problem. Er ist meistens mit sehr vielen Leuten um ihn rum. Ich werde nicht in der Lage sein, sie alle zu töten. Ich muss nur einen Weg finden, wie ich ihn von allen anderen isolieren kann. Ich hab's! Ich warte für ihn, to lower his guard and go into the bar. Ah, okay, sie wartet quasi für ihn, damit er weniger mit Leuten unterwegs ist und wartet im Badezimmer auf ihn. So. Da werde ich ihn überraschen. Ich versteckte mich im Abstellraum und wartete, bis er kommt. Ja, er muss nur noch ein bisschen näher kommen. Näher. Schon fast da. Jetzt! Endlich habe ich dich! Yukari! Was tust du hier? Endlich habe ich dich alleine gefunden. Ich werde dich jetzt töten für das, was du mir angetan hast. Leg das Messer weg! Lass uns darüber reden. Ich habe genug geredet. Oh, was? Yukari? Oh, jetzt kommt der, den wir vorhin getötet haben. Tanaka, ich dachte, ich habe dich getötet. Was tut ihr hier drin? Ich dachte, er wäre tot. Oh Gott, er hält ein Cuttermesser. Was plant er? Er versucht, mich überraschend anzugreifen. Es sieht so aus, als hätte er mitten auf dem Weg, wo er mich antackt. Looks like he stopped in the middle of his... Also er hat quasi angehalten, bevor er zugestochen hat. Oh. Seine Bewegung hat komplett angehalten. Oh, sieht so aus, als hätte ich es gerade rechtzeitig gemacht. Sorry, Yukari. Sieht aus, als wäre Tanaka... sieht so aus, als wäre Tanaka gar nicht tot gewesen. Er hat sich versucht, davon zu schleichen und deinen Freund zu retten. Ich habe ihn aufgehalten, bevor er dir die Kehle durchgeschnitten hat. Dankeschön. Sieht so aus, hättest du es immer noch nicht erledigt. Dein Freund sieht immer noch sehr gesund aus. Ja, das stimmt. Oh Gott, das ist Psycho. Endlich ist es vorbei. Also, was tun wir jetzt, Yukari? Wir müssen die Körper alle loswerden. Das habe ich ihn umgebracht, oder was? Ja, ich sehe. Naja, mach dir keine Sorgen darum. Ich kann dir helfen. Hey, Mio. Ja? Danke für alles. Ach, nicht der Rede wert. Danke, dass du mich gerettet hast. Tanaka hätte mich töten können. Gar kein Problem, Yukari. Ich habe eine Frage. Her damit. Warum gehst du mit mir durch all diese Probleme durch? Ich meine, da war nur diese eine Sache mit Wakabayashi, aber du hättest mich doch eigentlich jetzt ganz leicht sterben lassen können. Du warst nicht in der Verpflichtung, das zu tun. Ja, das ist, weil ich dich mag, Yukari. Ich mache mir um dich Sorgen. Ich mag dich auch, Mio. Gut, dass wir die gleichen Gefühle haben. Was? Lass uns jetzt das hier erledigen. Ja, was passiert denn hier eigentlich? Good end. Ich habe das gute Ende. Jetzt sind wir Freunde oder zusammen? Oh mein Gott, ich will nochmal starten. So, wir machen jetzt mal ein anderes Ende. Ich werde jetzt mal... Heck no, ich helfe mal nicht. Okay, ich sehe, das ist zu schade. Jetzt muss ich dich töten. Das hast du jetzt davon, dass du mir nicht geholfen hast. Das geschieht dir recht, jetzt bin ich tot. Okay, komm nochmal. So. Also ich werde jetzt mal helfen. Sure, why not? Jetzt machen wir aber mal andere Entscheidungen. So, Laitu, ich erzähle mal die Wahrheit. Hier. Naja, ich glaube, ich sollte dich nicht anlügen. Tanaka, ich kann dir nicht in die Augen schauen und lügen. Ich bin hier so früh gekommen, weil ich meinen Freund überraschen möchte. Deinen Freund? Ja, ich möchte ihn töten. Ist das ein Witz? Nein. 100% die Wahrheit. Okay, jetzt ist quasi das gleiche Ende. Also hier ist egal, was wir sagen. Jetzt ist er auch tot. Und jetzt werden wir einmal ihr nicht helfen. Und ich glaube, wenn wir ihr nicht helfen, sticht uns nämlich der andere ab. Könnte ich mir vorstellen. Weil wir müssen jetzt ja, glaube ich, gleich entscheiden. Nein, niemals. Nein, niemals, Partner. Ach, okay.
I can trust some random person I rarely talk to. Ich kann also doch wirklich keinen Leuten trauen, die ich gerade erst getroffen habe. Das ist wirklich dumm. Dass sie kann nichts, sie, das, that's just be, das ist wirklich sehr dumm. Das ist nichts, was sie wirklich für mich tun kann, dass ich ihr helfe. Die einzige Person, der ich vertrauen kann, bin ich selbst. So, ich muss es selbst tun. Okay, das ist der einzige Weg, wie ich das hier zustande bringen kann. Naja, das ist wirklich eine Schande. Dann muss ich es wirklich selbst tun, sagt Miho. Oh, und ich werde dich natürlich verpfeifen. Nein! Nein? Komm schon, jetzt hör auf, so rumzuwedeln. Was ist, wenn du, hör auf, mit dem Ding so rumzuwedeln. Was ist, wenn du außersehen jemanden tötest? Das ist der Grund. Tschüss, Mio. Ah. Ja, sie hat jetzt Mio getötet. Wir haben jetzt Mio getötet, weil sie uns nicht hilft. Ach, jetzt habe ich zwei Körper. Oh Gott. Ich denke, dass being with take Mios Uniform. Ah, jetzt nehme ich Mios Uniform, um mich selbst sauber zu machen. Oh, das ist ja super. Okay, sehr gut. Wir haben noch einige Zeit, bis mein Boyfriend kommt, damit ich ihn töten kann. Das ist wirklich fantastisch. Hm. Das einzige Problem, er ist nie alleine. Und das Problem ist, dass immer sehr viele Menschen um ihn rum sind. Ich muss ihn also isolieren. Ich werde mich hier im Bathroom verstecken. Ich glaube, das Problem ist jetzt, dass der Erste uns halt tötet, ne? Ich habe mich hier versteckt. Und dann kam er auf einmal. Näher und näher. Und fast war ich da. Jetzt. Ich hab dich endlich. Yukari. Was zur Hölle machst du hier? Endlich habe ich dich allein gefunden. Ich werde dich jetzt töten. Steck das Messer weg. Lass uns darüber reden. Wir haben genug geredet. So. Okay. Was? Da ist auf einmal ein extremer Schmerz in meiner Brust. Das war jetzt der andere. Es ist Blut. Aber ich habe ihn doch noch nicht erstochen. Das ist mein Blut. Alles wird auf einmal verschwommen. Der Boy. Tanaka, was machst du hier drin? Warum bist du voll mit Blut? Yukari hat mich heute versucht umzubringen. Was? Sie hat gesagt, sie wird dich töten. Ich wusste, dass sie kommt. Ich habe so getan, als wäre ich tot. Und dann habe ich gewartet, um dich zu retten. Oh. Christ, I don't think I'll be getting up anytime soon. Ich glaube, ich werde jetzt eine ganze Weile nicht mehr okay sein. That's a good thing her step was so shallow. Okay. Bist du okay, Tanaka? Mach dir keine Sorgen um mich. Wie geht es dir? Lass mich dich zum Krankenhaus bringen. Warum? Warum war Tanaka nicht tot? Schlechte Ende. Resilient Tanaka. Okay. Ich glaube, das sind alle Enden, die man kriegen kann. Einmal das Ende, dass man eben ihn tötet und sich mit der befreundet. Es ist alles absurd. Es ist alles kein gutes Ende. Aber man hat die Möglichkeit, einmal mit der Freundin zusammen alle niederzustechen. Am Anfang, dass sie mich tötet. Oder dass der Boyfriend gerettet wird. Ich glaube, eine andere Option gab es nicht. Ich glaube, was ich noch hätte machen können. Das könnt ihr aber gerne ausprobieren. Das Spiel ist ja kostenlos. Das ist noch ein Ende, glaube ich. Ihr könnt ihren Stalker glauben und zuhören und dann euch vielleicht mit dem zusammen gegen alle verbünden und vielleicht seid ihr sogar ein Paar. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Empfehlt mir gerne mehr. Würde mich sehr freuen.